weiter geht's hier bei Pharao. In Rostia. Oh, das ist doch wieder in der Wüste, oder? Komplett. Die große Pyramide und die Sphinx. Sehr großes Gebiet, Siegesbedingungen. Monumentwertung von 57, Königreichwertung von 50. Dann haben wir hier aber die Sphinx, sollen wir bauen. Ein Pyramidenkomplex und die mittlere Pyramide. Oh, oh, oh. Das ist aber, glaube ich, sehr heftig jetzt von den Monumenten her. Pharao Cheops hat seine Pläne bekannt gegeben. Sein grenzenloser Ehrgeiz lastet schwer auf unserem Volk. Der Pharao verflucht und segnet ihre Familie gleichzeitig. Hat man ihnen einerseits den Status eines Nomarchen verliehen, wurden sie andererseits mit der Ausführung des ehrgeizigsten Bauprojekts beauftragt, das jemals in unserem Land ersonnen wurde. Die letzte Ruhestadt des Pharao soll ein massiver Pyramidenkomplex sein, weit entfernt von jeder Stadt, auf dem Plateau vor Rostia gelegen. Sein Sarg wird aus solidem Granit bestehen, seine Begräbnisbarke aus wertvollem libanesischen Zedernholz. Neben dem Pyramidenkomplex des Pharao soll eine kleinere Pyramide für seinen Sohn, Prinz Kefren, entstehen, dessen Tyrannei der seines Vaters gleichkommt, dessen Erfolge jedoch hinter diesem zurückbleiben. Kefren verlangt darüber hinaus, dass sein Abbild in den Stein bei Rostia gehauen wird, als Teil einer riesigen Figur, die man Sphinx nennt und die den Körper eines Löwen und den Kopf eines Menschen hat. Und zur Bereitstellung der riesigen Mengen an Material und Arbeitskräften, die für den Bau dieses Monuments nötig sind, müssen sie bei Rostia eine große Siedlung errichten. Die Bedingungen dort werden nicht allzu gut sein. Doch darüber sollten sie hinwegsehen und sich einzig auf ihre Ziele konzentrieren, nämlich diese drei großen Projekte abzuschließen und den Pharao zu ehren. Einen Teil des herrlichen weißen Sandsteins für die Verschalung der Pyramiden bekommen sie gestellt, aber den Großteil der notwendigen Aufwendungen müssen sie aus der Stadtkasse bezahlen. Der Pharao vertraut ihnen, einem seiner königlichen Nomarchen, diese drei heiligen Aufgaben an. Nun müssen sie dem Pharao absolute Treue beweisen und seine Wünsche erfüllen. Koste es, was es wolle. Okay, dann schauen wir uns mal die Karte an. Oh, hier sind wieder Straußen. Sehr schön. Hier ist ein bisschen Stein. Aber ich habe wieder kein Gold auf der Karte, oder was? Ich finde es langsam echt witzlos. Okay, hier ist ein bisschen Ackerland. Dann würde ich sagen, hier auf jeden Fall gleich eine Fähre rüber. Und wir gehen erstmal hier im Osten hoch Richtung Norden. Wir haben sowieso nur den Jagdhof, haha. Ach, ich brauche gar keine Landwirtschaft. Es gibt nur Wildfleisch. Jo, alles klar. Edelsteinmine, aha. Also, wir können Schmuck herstellen mit Edelsteinen. Wir müssen das verkaufen. Wir haben Reh und wir haben Tar. Tar ist wieder, oder Peter. Mann, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Wie spricht man aus? Peter? Peter, ja. Das ist jetzt hier Peter. So. Mauern. Ach so, das kam ja jetzt auch irgendwie dazu. Und beim letzten Mal, ja, das endet auch so wie letztes Mal, als ich offline gespielt hatte, auch entdeckt. Das ist ja echt merkwürdig hier. Also können wir komplett außer Acht lassen. Wir müssen uns mehr Richtung Minen hier konzentrieren. Also ich brauche hier einen Dock für den Verkauf von Schmuck.
hier kommt die Wasserversorgung hin. Das war auf jeden Fall schon mal so ein Dörflein. Dann hier Polizei. Palast auf jeden Fall. Dann mein Palast. Brauche ich den gleich mal von Anfang an. Steuereintreiber. Dann machen wir auf jeden Fall hier einen Stopper. Und hier einen Stopper. So, jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht. Ich brauche ja noch die Unterhaltungsbühnen. Ja. Das war jetzt wieder schlau. Kann ich gleich nochmal eine Häuserreihe abreißen, ja. So. Woran hängt es denn jetzt? Achso, weil ich glaube, hier fehlt die Kreuzung, ja. Das war das Problem. So. Genau dasselbe. Peter ist der Hauptgott. Rehe kriegt einen Tempel, Peter kriegt zwei. So. Dann auf jeden Fall nochmal Steuereintreiber. Noch eine Polizei vielleicht. Wir kennen ja die Pappenheimer hier. So. Dann lässt sich hier noch ein Arzt nieder. Der Apotheker. Hier noch eine Feuerwehr. Noch ein Architekt. Und, ja, ein Zahnarzt. Ich weiß noch nicht. Vielleicht doch mal ein Zahnarzt. Ja, nein. So, was haben wir denn da? Also Bildung, ja. Das ist mal die Grundinfrastruktur. Und natürlich jetzt hier die Unterhaltungsindustrie. Muss natürlich auch noch angesiedelt werden. So, dann gucke ich mir gerade in die Handelsrouten rein. Was haben wir denn hier? On. Das war die letzte Mission, die ich gespielt hatte. Die kaufen Bier, Lein, Edelsteine, Schmuck, Holz und Granit. Verkaufen tun die Fleisch, Ton, Schilf, Kalkstein. Handelsroute eröffnen? Jo, hau rein. Ist die Seeroute. Überall anders. Ach, hier oben mit Byblos. Könnt ihr noch handeln? Die verkaufen Elfenbein, Holz, Kupfer. Was habe ich denn an Kohle? Ach, 2000. Jo, das ist natürlich jetzt hier eine ganz knappe Sache. Das heißt, Viere auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall eine Viere. Oder eine Brücke, ist ja auch hier. Geht ja einfach eine Brücke sogar. Dann brauche ich hier die Edelsteinminen. So, ich sag dem Basar-Typen erstmal, der soll auf jeden Fall keinen Schmuck kaufen. Weil sonst kriege ich ja gleich ein dickes Problem. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Warenlager für Edelsteine und ein Warenlager für Schmuck. Mit der Anbindung direkt zum Hafen, zum Dock. Und hier baue ich meine Schmuckproduktion, würde ich sagen. So.
Da kommen einfach zwei. Zwei Juweliermeister schon mal hin. So. Das wäre so erstmal die Grundidee, die ich jetzt dazu so habe. Hier. Ziehen wir den Weg direkt an die Königsstraße. So. Hier brauchen wir eine kleine Siedlung, dass wir hier unser Gedöns hier bewirtschaften können. Gleich mal hier einen Stopper hinhauen. So. Dann machen wir hier schönen Garten in der Mitte. Ach. Wer hat das denn gebaut? Welcher Bob der Baumeister? Meine Güte. Gleich wieder abreißen. Noch den Bazar. Dem sollen wir auch gleich Schmuck nicht kaufen. Und ich bin gleich pleite. Ich habe noch nicht mal gestartet. Achso, wo sind die? Wo sind die Straußen? Da oben. Kriegen wir die Straußen jetzt schon bejagt? Ich weiß es nicht. Ach, Mensch, das ist aber schon so ein bisschen tricky hier alles wieder. Leben kriege ich noch. Ja. Komm, Norbert. Wichtig. Steine sagen wir. Wildfleisch. Wildfleisch. Architekt. Feuerwehr auf jeden Fall. Weiß gar nicht, ob ich hier jetzt auch noch eine Architektin bauen oder. Oder ob der reicht, wenn er auf der Distanz ist. Auf jeden Fall ein Arzt. Dann bauen wir hier noch ein Häuschen weg. Machen da die kleinste Bühne der Welt. Für den Jongliermeister. So. Und natürlich sollen die auch Steuern zahlen. Polizei ist noch am Start. Und vielleicht noch der Apotheker. So. Das wäre jetzt erstmal so. Die Grundversorgung und ich würde exportieren Schmuck im Export 150. Ich könnte sogar die Edelsteine auch exportieren lassen. Machen wir Export über 500. Da habe ich eine Reserve von 500 Edelsteinen für die Schmuckproduktion und kann das auch schon mal raus schieben dann für die
Für die Einnahmen. Dass ich auf jeden Fall erstmal Einnahmen bekomme. Ach, hier gibt es ja auch die Straußen, die sind ja viel näher dran. Würde vielleicht mal Sinn machen, hier nochmal eine Abzweigung zu bauen, oder? Fall hier schon mal ein bisschen Nahrung für die Leute bekomme. So, da kommen meine ganzen Einwohner in meine Stadt Rostia. Sehr schön. Jongleur, die Band, die Bauchtänzerin sind alle besetzt. Der Bazar ist am Start. Jo. Die Bühnen werden besetzt. Sehr schön. Der Warenlagermeister ist da. Na, das läuft ja. Hier kommen die Leute, hier kommen die Leute. Wir brauchen noch 43 Arbeiter. Ja. Das sieht doch schon relativ gut aus. Gleichgültig sind die beiden ja. Achso, ich brauche noch den Marktplatz. Könnte ich mir hier unten reinziehen, oder? Ach nee. Das passt nicht, oder? Dann müsste ich wieder was abreißen. Ich ziehe mir einfach hier eine Kreuzung für den Marktplatz. Ja, egal. So, die flitzen auch hier runter. Eine Seuche? Hallo? Hier arbeiten sie schon in der Edelsteinmine. Sehr schön. Er jongliert hier schon. Der geht auch gleich zur Arbeit. Hier kommt Fleisch. Ergeben sind. In den nächsten 12 Monaten kann die Stadt für ihre Exportprodukte 50% mehr Gewinn erzielen. Sehr schön. So, ich habe noch 2.500 Deben knapp. Dann könnte ich, hier schiebt er schon die Edelsteine los. Okay. Die Edelsteinproduktion läuft. Niedriges Einschussrisiko. Okay. Das heißt, ich muss wirklich hier vorne noch einen Architekten hinstellen, dass der mir die Edelsteinminen absichert. Wer hätte es gedacht? So. Sechs Edelsteinminen, wenn das jetzt hier läuft. Jo.
Fleisch kommt. Hier kommen die ersten Edelsteine. So, ich habe 1000 Themen. Dieses Haus kann nicht erweitert werden, da es Nahrungsmittel von einem nahegelegenen Bazar benötigt. Aha. Habe ich jetzt hier zu groß gebaut oder was? Wollt ihr mir das jetzt echt erzählen? Na gut, wenn ihr einen Bazar benötigt, dann musste ich euer Haus leider abreißen. So, 888 Leben. Boah, die sind aber fleißig, die Jungs. Also Nahrung sollte es nicht scheitern. Da kommen auch die nächsten Edelsteine angeschoben. Da kommt die erste Schmucktruhe. Sehr gut, die haben natürlich jetzt auch ein... Ich muss quer durch die ganze Stadt mit diesen Waren. Ja. Da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich finde den immer so lustig, wie er sagt, ich muss durch die ganze Stadt fahren, da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ja, ist halt so. Ist halt so. Kann ich auch nicht ändern. Ach, die jagen sogar hier auf der anderen Seite des Flusslaufes. Ach, krass. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Kostet mich eine Mine, Mist. Das ist natürlich teuer. Hier ist auf jeden Fall schön abgegradet worden. Oh, wir haben sogar eine Arbeitslosenquote von 21%. Das ist natürlich... natürlich krass. Ich müsste gleich nochmal, glaube ich, die zweite Handelsroute kaufen. Was hatten die gekostet? Ich glaube, über 1500 Dem. Nach Byblos 1250 Dem. Okay. Und dann müssen wir da auf jeden Fall gleich mal die schönen Schatztruhen verkaufen. Ich muss gerade mal was schauen. Bei dem Bazar. Achso, da müsste ich alles einstellen. Nee, da habe ich auch keine Lust drauf, denn beim Bazar alles einstellen zu müssen, was er verkaufen soll. So, der fährt schon mal die Schatztruhen zum Schiff. Da gibt es 1500 für. Okay, das heißt Risiko. Die Handelsroute öffnen oder ich platziere noch zwei neue Minen. Oder, ach so. Ah, weil hier die Sanddüne ist. Ah, gut. So, 600. 32% Arbeitslosigkeit. Ja, Leute. Sonst habe ich immer zu wenig Arbeiter gehabt. Was soll ich machen?
Er fährt schon Fleisch rüber. Okay, Edelsteine sind vorhanden. Das kann ich nochmal erweitern. Und bauen wir noch zwei neue Juweliermeister. So. Haben wir auch gleich noch ein bisschen mehr Beschäftigung. Ja, das war jetzt die erste Folge in Ostia. Mal schauen, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.